Hey, ich bin Joy, herzlich willkommen zum neuen Horror Game. Wir spielen jetzt die Demo von Suffer the Night. Einem Spiel, in dem wir alleine zu Hause sind und dann komische Dinge passieren. Glaube ich zumindest, was ich so gesehen habe. Komm, wir springen rein, wir gucken uns direkt an und versuchen mal nicht allzu sehr zu leiden hier diese Nacht. Ist eine Demo, könnt ihr euch aufs Team runterladen. Oh, wir haben Docs an. Das ist schon direkt sympathisch. I must have dozed off. Jeez, the storm is really picking up. Ah, ich muss eingenickt sein. Das Gewitter ist ganz schön stark geworden. Oha. Okay, also wir sind ein Teenager-Mädchen, wahrscheinlich in den 90ern oder späten 80ern, wenn ich mir hier so die Dinger angucke. Und dadurch, dass ich halt, ich mag das jetzt schon. Okay, und wir sind aufgewacht. Sind wir alleine zu Hause? Das ist mal ein Riesen-Teddy hier. Oh, okay. Drag. Und wir haben nichts in unseren Schubladen. Okay, ich weiß nicht genau, was wir tun müssen. Ich muss das Telefon jetzt nicht benutzen. Aha. Ich hoffe, es kommt keiner zu Besuch oder so. Oh Gott. Wir haben aber ein schönes Zimmer. Ich sollte das Radio für ein Update auf den Sturm. Ah, okay. Drücke Q, um deine, um deine Aufgaben zu sehen. Ich sollte das Radio überprüfen. Um News über den Sturm herauszufinden. Jetzt ist mein zweiter Monitor ausgegangen. Das mag ich ja gar nicht. Moment. So, also ich soll das Radio überprüfen, um Updates über den Sturm zu bekommen. Oh, ich habe einen Computer. Aber was für einer? Was ist das? Oh. Favorite Author. Echt Pierre. Lieblingsautor. Echt Pierre. Okay, wir machen. Ich guck mal, wo das. Ich weiß nicht, ist das Radio unten? Okay, ich sollte zuerst das Radio überprüfen. Radio, Radio. Oh. Ach, da. Ach, das ist so cool. Wir haben eine E-Gitarre. Das ist einfach mein Zimmer. This is an emergency broadcast. This is not a test. The county of Sleepy Woods Mountains has issued a severe lightning storm warning and is suggesting residents stay inside. The National Weather Institute is saying this is a Category 2 storm with sustained winds ranging from 74 to 87 miles per hour and should last all through the evening into tomorrow night. Lightning has struck multiple transformers, causing power outages in some areas. If your power is hot, voltage out cannot be allowed. KW357 will continue to follow the storm as it develops. Check back at the top of every hour for updates. Okay, also schlimmer Sturm auf jeden Fall draußen. Wir sollen drinnen bleiben. Es kann zu Stromausfällen kommen. Und es wird nicht besser. Und wir sollen immer mal wieder das Radio überprüfen, um zu gucken, ob es Updates gibt. Okay. Menü. Inventar. Journal. Okay, können wir jetzt raus? Das Haus ist ein bisschen groß so und ein bisschen leer, aber prinzipiell mag ich das. Oh, Keyboard. I'm really hungry. Some eggs and toast sound good. And some coffee to wake me up. Ich habe wirklich Hunger. Ein paar Eier und Toast wären gut, jetzt um wach zu werden. Und eine Tasse Kaffee. Ich will spielen. Na gut, dann gucken wir mal unten in der Küche, ne? Boah, es ist schon wirklich dunkel. Warte mal, können wir hier... Ah, viel besser. So viel besser. Wir haben hier überall Licht. Ah, so viel besser. Was ist hier? Das Klo bestimmt, oder? Ah, ich muss nicht ins Badezimmer. Okay. Aha. Da geht's runter. Cover Art, das ich für das Buch, was? House of the Raven geschrieben habe. Gemalt habe. Geschrieben von Edgar A. Perry. Ah, gemalt. What lies below? Mein Lieblingsautor. Ah, sie malt immer so. Sie malt anscheinend Bilder für Bücher. The Dead Lights. Okay. Oh, okay.
das der wahre Horror? Ach, wir malen. Ist das doch nicht unser Jugendzimmer, sondern sind wir quasi hier mehr oder weniger, ist es unser Haus? Unser riesiges? Oh, hier haben wir, können wir Kassetten, Mixtapes und so. Ja, ich verstehe die Idee, die hinter dem Spiel steckt. Jetzt was, hat das was verändert? Aha, jetzt mein Monitor schon wieder aus. Also irgendwas ist kaputt heute. Irgendwas ist kaputt heute. Na gut, hoffen wir einfach mal, dass das Ding hier weiter aufnimmt. Oh, ich habe einen Schatten. Videokassetten. Demons of the Night, Alien Attack. Das erinnert mich so ein bisschen an Gone Home, so von der Atmosphäre. Nightmare Slayer, scheint alles Horrorfilme zu sein. Achso, ich muss halten. Okay. Eier. Okay. Take. Toast brauche ich noch. Vielleicht noch ein bisschen Butter. Genau, alles klar. Und Kaffee. Okay. Eine Pfanne. Ich brauche einen Teller für die Eier und das Toast. Okay, Bread. Bread haben wir aufgenommen. Da haben wir eine Pfanne. Okay. Sehr schön. I need Butter, haben wir drin. Und die Eier, zack. So, jetzt brauche ich noch einen Teller. Vielleicht hier oben irgendwo. Das ist schwierig. Das ist irgendwie okay, jetzt habe ich's. Nee, wo sind denn die Teller, Mensch? Hier. Sehr schön. Aha, fertig. I need a Spatula. Was ist denn eine Spatula? Wahrscheinlich hier, das Ding. Ah, zack. Ich muss Toast machen. Wahrscheinlich für den Toaster. Okay. Warten wir dann mal. Alles klar. Sehr schön. Toast was used. Schön. Was ist hier drin? Musste ich in den Keller gehen. Oh, wie spät ist es? 1:15. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Oh, Plattenspieler. Oh, oh, besser keine Musik. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was das für Musik ist. Es gibt wieder Probleme mit YouTube hier, ne? Wir wohnen direkt an der Straße. Ich sehe schon. Okay, was muss ich jetzt machen? Nichts im Journal. Schüttet wie aus Eimern. Ich sollte nicht rausgehen, wenn ich es nicht unbedingt muss, glaube ich, stand da. Okay, was haben wir noch für Dinge? Auch den Garagenschlüssel, um diese Tür zu öffnen. Den habe ich nicht. Oh. Der Trepp ist aber dunkel. Ja, gehen wir mal wieder hoch. Ich glaube, wir können an den Computer, oder? Sollen wir vielleicht sogar an den Computer? Seit wann ist da denn so eine Eule? Was nur aus Holz. Sieht aber irgendwie gruselig aus. Ah ja. Zoom. Get up. Look over shoulder. Okay. Was? Press Enter to continue.
Ah, please enter password to log in. My favorite author. Ach, wie war das nochmal? Ech Piel. Okay. Versuchen wir es mal. Was? Habe ich es falsch geschrieben? ECH Piel, vielleicht mit Leerzeichen. Willst du mich verarschen? Das steht doch hier so, oder? HPL. Oder HPL. Warte mal. HPL. Warte mal, sie hat doch gesagt, das hier ist ihr Lieblingsautor, oder? HPL. Ah, HPL. Das sind drei Wörter. Das muss man natürlich wissen, ey. HPL. Ah, welcome back, Stacy. Please type one of the following commands. Run drive A, run drive B oder shutdown. Okay. Run drive A. Modest found. Run drive B. Muss ich erst eine Diskette reintun, oder was? Ich brauch ein Spiel, oder sowas. Wo kriege ich das denn her? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was ich tun soll als nächstes. Vielleicht nochmal das Radio checken? Haben wir hier irgendwo eine Aufgabenliste? Journal, Menü, Close, Q. Ach so, make some fried eggs, make some coffee. Ach, wir müssen noch den Kaffee machen. Ja, klar. Ich Idiot. Ohne Kaffee geht natürlich nichts, ne? Huch. Da, wird schon nichts Komisches passieren. Ach, das sind Tannen, die sich da bewegen, da hinten. Oh Gott, ey. Ein bisschen mehr Licht wäre auch nicht schlecht hier, ne? So in der Küche. Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Da. Ah, viel besser. Viel, viel besser. Okay, Kaffee. Ich muss Kaffee machen. Hier haben wir Kaffee. Ich brauche erst den Kaffeepot. Okay. Wo zum... Oh, Bier ist da. Ach gut. Kaffeepot. Ah, hier. Okay. Ja, alles klar. Ich brauche ein paar gemahlene Kaffeebohnen. Wo kriegen wir die denn her? Ground Kaffeebohnen. Vielleicht hier? Wo sind die Kaffeebohnen? Da oben vielleicht? Ah, hier. Kaffeebeans. Ach, ich muss die mahlen. Ich brauche eine Mühle. Oh, okay. Kaffee sollte bald fertig sein. Alles klar. Ja, mit Kuckuck, Mann. Alles klar. Hi. Ich brauche eine Kaffeetasse, natürlich. Da oben. War ich sehr schön, sehr schön, sehr schön. I forgot to put some clothes in the washdown in the basement.
Oh, ich muss Sachen in die Waschmaschine tun. Das war ja hier, der Keller. Gibt's hier kein Licht? Ernsthaft jetzt? Oh, Vorrat, ne? Alles sehr, sehr ordentlich hier. Hoffen wir, dass das die Waschkanne ist. Oh, hier gibt es auch noch einen Fernseher und Kickertisch und Pingpong. Aber wo zum Teufel? Ah, hier ist die Waschmaschine. Oh. Ah, hier ist auch der Sicherungskasten und ein Notstromaggregat. Das ist natürlich, wer hat das nicht? Okay. I need the basket of my dirty laundry first. Dreckswäsche. Ah. Okay. Alles klar. Geh wieder zurück nach oben. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich mag solche Spiele. Was zum Teufel? Where's the front door bell? Who would be here at this hour? And in this storm? Ah. Wer ist denn an der Tür? Wer sollte zu dieser Zeit hier sein, bei diesem Sturm? Sollten wir wirklich rausgehen? When did this envelope get here? Oh, wo kommt denn dieser Umschlag her? To Stacy. Eine Diskette. A floppy disk? Where did this come from? There's no one at the door. Eine Diskette, wo kommt die her? Ist keiner an der Tür. Benutze die Diskette oben am Computer. Oh, das kann ja nicht. Das kann ja nichts Gutes werden. Ah ja. Okay. Run, drive, ah. Suffer the night, press enter to start. Dein Albtraum beginnt gerade. Dieses verdrehte Pendel des Schicksals schwingt nun. Du wachst auf kaltem, nassen Stein auf. Die Luft ist feucht. Eine klebrig-süße, ein klebrig-süßer Geruch füllt deine Nase. Es ist dunkel. Du kannst gerade eben deine Umgebung sehen. List der Commands. Get up. Okay, aufstehen. Get up. Du stehst langsam auf deine Füße auf. Ein scharfes Seil oder ein String, ein Faden fühlt sich durch deinen Schädel und deine Sicht ist verschwommen. Dann fokussierst du dich wieder. Du bist in einer Höhle oder in einer Art von Höhle. Ein helles Licht aus der Ferne greift sich deine Aufmerksamkeit. Okay, go forward, search, use item. Okay, nach vorne gehen, suchen oder Gegenstand benutzen. Dann sagen wir mal search. Nichts gefunden. Go forward. Boah, das ist schlimm, dass man sich immer umdrehen kann. Ein Felsspalt liegt vor dir. Das Licht, das du wahrnimmst, kommt von oben. Du musst hochklettern, um es zu erreichen. Climb up, go back, search. Long must search. Nichts gefunden. Okay, climb. Du bist oben angekommen. Eine alte Metallfackel hängt an der Wand. Die Flamme flackert und schwingt umher als eine Brise von dem Pfad, der vor dir liegt, kommt. Der nicht zu ignorierende Geruch von verfaultem wird stärker.
Liste der Commands. Vorwärts gehen, zurückgehen, durchsuchen oder use item. Nichts gefunden. Okay, go forward. Du öffnest, du betrittst ein großes, offenes Mausoleum. Die Kammer ist leer. Außer, dass du von frischen Wachskerzen umgeben bist. Ein einzelner beleuchteter Sarg steht in der Mitte des Raumes. Was? The Pungent Door seems to be at its strongest here. Also irgendeine... Ach so, der Geruch scheint hier am stärksten, dieser Geruch scheint hier am stärksten zu sein. Auf deiner rechten Seite ist eine große, hölzerne Doppeltür. Geh zurück, geh rechts, durchsuchen oder use item. So much. Du öffnest den Sarg. Und du wirst direkt mit Übelkeit. Dich überfällt direkt die Übelkeit von der grotesken, seltsamen. Von dem grotesken, seltsamen Körper eines Mannes, der darin liegt. Sein Gesicht und seine Brust sind aufgefressen worden. Bis zu den Knochen von Maden. Während du den Sarg weiter durchsuchst und den Körper, siehst du, dass ein alter Schlüssel in seinen Händen ist. Angewidert ziehst du die Finger zurück, um sie von seiner toten Hand zu nehmen, den Schlüssel. Und du nimmst den Schlüssel. Ein Schlüssel wurde zu deinem Inventar hinzugefügt. Okay, go back. Okay, warte mal. Go. Use item. No items are useful here. Go right. Jetzt müssen wir ja zur Tür. Zwei Fackeln beleuchten die große hölzerne Tür, die deinen Weg blockiert. Du versuchst sie zu öffnen, aber es ist verschlossen. Du brauchst einen Schlüssel. Du hast den Schlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen. Der Pfad geht nach rechts. Okay. Go right. Der Strom ist aus, oder? Zumindest meine tolle Lampe hier. Habe ich nicht noch ein anderes Licht hier? Oh, viel besser. Du bewegst dich in die Ecke und du siehst einen weiteren langen Gang. Fackeln leuchten dir den Weg durch den engen Pfad. Als du gerade deine Umgebung untersuchen willst, hörst du einen Schrei, der die Eingeweide zusammen... Ja, a good wrenching. Ein Eingeweide, der das Innere in dir zusammenkrampft. Ein Schrei, der... aus den Wänden vor dir kommt. Okay, nach vorne gehen. Ah, search. Nichts gefunden. Go forward. Du gehst weiter den Pfad entlang. Du kommst zu einer kleinen Sepulcher. Was auch immer das ist. Es sind darin eingelassen zwei kleine Särge. Sind festgenagelt und ja, befestigt. Groups and candles litter the surrounding area. Ja. Kerzen beleuchten die umgebende
die Umgebung eine kleine Urne steht in der Ecke in der Nähe von einem der Särge. Clay ist Ton, glaube ich. Go right, go back, search, use item. Du siehst in die Urne. Du hast erwartet, Asche zu finden, aber darin leuchtet, glimmt etwas von irgendwas Glänzendem, das von dem Licht zurückreflektiert. Du greifst hinein und findest ein antikes Feuerzeug. Warte mal, warum? Ich wollte gerade sagen, warum ist die Tür auf? Aber ich glaube, sie ist nicht auf. Oh Gott, ey. Okay, also... Ah, Glanz. A small inscription has been scratched off. Eine kleine Inschrift wurde hineingekratzt. Vielleicht a family heirloom. Keine Ahnung. You play pressure to the spark wheel. Also, du übst Druck auf das Funkenrad aus. Which strikes the flint. Also, was quasi an den Flint kratzt und etwas Licht macht. Es funktioniert immer noch. Ein Feuerzeug wurde zu deinem Inventar hinzugefügt. Go right oder go back? Okay, go right. You attempt to proceed, but the path ahead is obscured by darkness. Also du würdest gerne weitergehen, aber der Pfad vor dir ist komplett dunkel. Use item. Aha. Du benutzt das... Was that? It sounded like an explosion. All the power just went out. Was war das? Klang wie eine Explosion. Der Strom ist weg. Sieh nach, wo das Geräusch herkam. Hä? Oh no. It looks like the transformer blew. Lightning must have struck it. Okay. You need to turn on the backup generator in the basement and reset the fuse box. Das Stromkabel wurde durch einen Blitz beschädigt. Wir müssen in den Keller und müssen den Notstromgenerator anschließen und die Sicherung wechseln oder irgendwie sowas. Hätte ich doch mal ein Feuer, nicht ein Feuer. Eine Taschenlampe. Ja, es gibt keinen Strom. Damn, I forgot to refuel the generator the last time I cleaned it. There's some fuel out back at the boathouse. I should grab a flashlight in the garage before heading outside. Okay, wir haben vergessen, Benzin da reinzufüllen. Es sollte noch welches im Bootshaus sein, aber wir müssen vorher in die Garage gehen, um eine Taschenlampe zu holen. Garage, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Oh Gott, man fühlt sich schon verfolgt. I think I left the key to the garage in the bathroom the last time I took a shower. Ich glaube, ich habe den Schlüssel zur Garage im Badezimmer gelassen, das letzte Mal, als ich eine Dusche genommen habe. Ja, immerhin steht unser Auto da. Badezimmer war oben. Ich glaube, hier hinten in der Ecke. Okay, wo ist der Schlüssel? Wo ist der... Ach ja, Strom geht ja nicht. Okay. Warum ist das Fenster auf? Oh, the fuse must have blown. That light bulb is toast. Okay, die Glühbirne ist getoastet. Die Sicherung muss rausgesprungen sein. Aber hier muss doch... Ah, hier ist der Schlüssel. Okay, der Garagenschlüssel. Okay, das Fenster war doch zu. Es sah erst so aus, als ob es auf ist. Aber der Strom ist hier aus. Wie kann da jetzt eine Glühbirne explodieren? Das ergibt nicht wirklich Sinn. Interact with the door lock. Okay. Ich hab doch den Garagenschlüssel. Ach so, with the door lock. Ah ja, alles klar.
Okay. Taschenlampe. Was soll denn das hier für ein Boden sein? Ah, hier. I should head to the boathouse out back. There should be some fuel I can use for the generator there. Okay, ich soll zum Bootshaus rausgehen. Ich sollte Benzin für den Notstromgenerator da sein. Ah! Okay, ich kann Licht zumachen. Ja, schön. Okay. Bootshaus! Das sieht nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo das Bootshaus sein soll. Da hinten wahrscheinlich, oder? Da unten! Wo auch sonst. Da bewahre ich auch immer mein Ersatzbenzin aus. Auf. Ah. It's empty. I need to refill it. The fuel pump inside the boathouse. Okay, ist leer. Ich muss nur auffüllen. Die Benzinpumpe ist im Bootshaus. Now I can refuel the backup generator. I should head back to the basement. Jetzt können wir den Generator wieder auffüllen. Ich sollte zum Keller zurückgehen. Das soll schon schief gehen, ne? Ich mag das Spiel irgendwie. Es hat so einen leichten Comic-Stil, aber es ist doch recht atmosphärisch irgendwie. Auch wenn du nur von Aufgabe zu Aufgabe erledigen musst, aber diese Kombination mit dem Text-Adventure, den man zwischendurch spielt, verbessert das Ganze so. Doch, das würde ich sagen. Ich dachte, drin wäre jemand. Der Keller war da hinten bei der Küche. Now I need to reset the circuit breaker and that should restore the power. Okay, jetzt setze ich hier die Sicherung. Resetten. Power should be working now. I should head upstairs and call in the busted transformer. Okay. Der Strom sollte jetzt funktionieren. Okay. Der Strom ist jedoch limitiert. Ich sollte ihn nur nutzen, wenn ich es wirklich brauche. Ich sollte jetzt anrufen und den beschädigten Stromtransformer melden. Versuchen wir das mal. Kriege ich wohl noch Diskette 2? Es gibt kein Signal. Das Telefon ist tot. Hat der Sturm auch die Telefon? The doorbell again? What the hell is going on here? Is someone playing a trick on me? Leitung beschädigt. Schon wieder die Türglocke. Will mich da jemand verarschen? Use the spyglass on the front door to see who's there. Okay. Schau durch das Guckloch, um zu sehen, wer da ist. Okay. Who's there? Wer ist das? Hello, young lady. My vehicle broke down on the road a ways back. May I perhaps come inside to use your phone? Hallo, junge Dame. Mein Auto ist auf der Straße kaputt.
kaputt gegangen. Vielleicht darf ich reinkommen und dein Telefon benutzen? What are you doing all the way out here? Are you the one who put the floppy disk through my nail slot? Was machst du hier überhaupt? Bist du derjenige, der die Diskette durch meinen Postschlitz gesteckt hat? Floppy disk? I'm sure I don't know what you're talking about. Diskette? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. You didn't answer my first question. What are you doing all the way out here? Du hast mir meine erste Frage nicht beantwortet. Was suchen Sie hier draußen? Well, you see, I have family up north. It seems yours is the only house I could find off the road. Nun siehst du, ich habe eine Familie hier nördlich. Es sieht so aus, als ob dein Haus das einzige ist, was ich hier außerhalb der Straße finden konnte. Well, I'm sorry, but the phone lines seem to be down in my area because of the storm. Tut mir leid, aber es sieht so aus, als ob das Telefon nicht geht aufgrund des Sturms. Oh, really? The phone lines are dead, you say? Well, perhaps I can come in to dry off and get out of this storm. Oh, wirklich? Du sagst, das Telefon ist tot. Okay, vielleicht kann ich ja reinkommen und mich ein bisschen trocknen hier. Von dem Sturm. I'm not in the business of letting strangers into my home. I'm sorry, but you can't come in. Es ist nicht meine Art, Fremde in mein Haus zu lassen. Es tut mir leid, aber du kannst nicht reinkommen. Very well, Stacy. I'll find my own way in. Nun, Stacy, ich werde meinen eigenen Weg reinfinden. Oh! Ah! What the hell is going on? How did that creep know my name? Was zum Teufel geht hier vor sich und woher kennt meinen Namen? Okay, Telefon. Answer the phone. Kommt das von oben? Wahrscheinlich schon, ne? Woher kennt meinen Namen? Ja, ich komme ja schon. Hello? Is anyone there? I need help. Hallo, wer ist da? Ich brauche Hilfe. Hello, Stacy. Hallo, Stacy. You sick fuck. Why are you doing this? Du kranker Bastard, warum tust du das? I want you to finish my game, Stacy. I'll make you a deal. If you finish the game, I might just leave you alone. Ich will, dass du mein Spiel zu Ende spielst, Stacy. Wir machen einen Deal. Du beendest mein Spiel und ich lasse dich vielleicht in Ruhe. I'm not playing your stupid game, you bastard. I'm warning you, leave me alone. I have a gun. Ich spiele nicht dein verrücktes Spiel, du Bastard. Ich warne dich. Lass mich in Ruhe. Ich habe eine Waffe. I know you're lying, Stacy. Now finish the game. Or I'll come in there and skin you alive. Ich weiß, dass du lügst, Stacy. Jetzt beende das Spiel, oder ich komme hier rein und werde dich bei lebendigem Leib häuten. Continue playing the game. Chapter complete. Game saved. Okay, Kapitel komplett. Okay, du versuchst herauszufinden, was am Ende ist, aber es ist zu dunkel. Go forward, go back. Indem du dann das Feuerzeug benutzt, besuchst du das obere Ende der Halle. Das Licht ist gedimmt, aber du kannst herausfinden, dass der Pfad weitergeht auf der rechten Seite. Okay. Nichts gefunden. Wir können nur go right sagen. Du betrittst einen weiteren Raum mit einem großen, runden Holztisch in seiner Mitte. Auf dem Tisch steht eine kleine, abgeschlossene Box mit einem Zahlenschloss oder irgendwie sowas. Ketten sind um die Box herum und gehen in einen Schädel hier rein.
Sein Verschließmechanismus ist in dem Mund des Schädels. Der Raum teilt sich in zwei Pfade aus. Einer ist mit einem großen Eisenkäfig blockiert, der andere ist offen. The right, go back, search. Nichts gefunden. Da können wir nur rechts gehen. Du gehst den Pfad auf der rechten Seite entlang. Vor dir ist ein weiteres... eine weitere Doppeltür. Diese ist verdächtig und hat eine Seite der Tür ist halb offen. Der Raum davor, den kannst du nicht sehen. Go forward, go back, search. Okay, go forward. Oh Gott. Du würdest gerne vorher sehen, aber... die Dunkelheit liegt vor dir. Use Item. Benutzt. Das Feuerzeug. Was ist denn los hier? Wir müssen das Spiel weiterspielen. Das Feuerzeug. Du beleuchtest die Halle. Sie streckt sich in die Dunkelheit. Die Luft ist ja irgendwas. Tonohren sind überall auf dem Boden verteilt. Du klopfst über einen drüber, während du vorwärts gehst und Asche wird in die Luft geboostet. Deine Nasen und dein Mund füllen sich damit, wenn du einatmest. Und sorgen dafür, dass du husten musst. Go forward, go back, search. Nichts gefunden. Go forward. Indem du die dunkle Halle weitergehst, entdeckst du etwas Schreckliches. Der Körper von einem Mann hängt von der Wand von einem so einer Art Foltergerät. Die Maschine hat sich drehende Zahnräder, die schon die Hälfte des Körpers quasi eingezogen haben. Als du das ansiehst, macht das dein Blut eiskalt wird. Etwas produziert von dem Abdomen des Mannes. Aber es lodged too deeply to make out. Okay, irgendwas ist... Du kannst es nicht rausfinden. The hallway continues straight. Also die Halle geht weiter. Okay, gefolgt, go back. Sagen wir mal, search. Du suchst quasi in dem Körper des Mannes und... Oh Gott, ey. Oh! Oh Gott! Während du es tust, ein Teil von Fleisch und Organen fallen aus dem Körper und klatschen auf den Boden. Du kannst dich nur vom Übergeben abhalten. Letztendlich erreichst du das Objekt und kannst es fühlen und ziehst es raus. Es ist ein seltsamer Schlüssel, der aus Knochen gemacht ist. Obendrauf ist ein Totenschädel eingraviert. Okay, der Schädelschlüssel wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Go back. Go back. Go forward search. Okay. Okay, da ist der Typ von dem Foltergerät. Jetzt müssen wir weitergehen. Okay, warte mal.
Du erreichst das Ende des Ganges und findest ein großes Fenster. Eisenstäbe bedecken das Fenster und du kannst nicht abhauen. Du schaust nach draußen und hoffst, dass du irgendwelche Zeichen des Lebens findest, aber du siehst nichts außer den Mond. Ein Käfig ist auf deiner linken Seite. Dahinter geht der Pfad weiter. Okay. Go left. Nachdem du in die Ecke gegangen bist, kommst du an eine Sackgasse. Ein riesiges Brasier sitzt zwischen zwei Pillars. Keine Ahnung. Zwei Metallringe strecken sich von oben herab. Mit Wachskerzen ist alles darum umgeben. Ein Wind oder ein Hauch bläst um dich. Aber die Quelle ist nicht auszumachen. Go back, search. Als du das Ding untersuchst, siehst du, dass du einen Platz, wo du durchkriechen könntest, dahinter ist. You drag the bezel while standing under its weight till it's out of the way. Okay, the crawl area appears to be narrow. Dark. Also der Ort, wo du durchkriechen kannst, ist eng und dunkel. Aber genug Platz, dass du rein hast. Crawl in. Go back. Search. Da ist mal search. Nichts gefunden. Okay. Crawl in. Crawl. Okay. Warum kann ich nichts mehr eintippen? In. Du gehst in diesen Weg. Die Wände geben dir quasi klaustrophobisches Gefühl. Vor dir kannst du aber den Ausgang sehen. Wo weiter? Go forward. That was glass breaking. Did he get in? It sounded like it came from downstairs. Okay, das war Glas, das zerbrochen ist. Hört sich an, als ob es unten ist. Kommt. Geh nach unten. Wo das Geräusch herkommt. Oh, da ist er wieder. Der Typ, ey. Wo ist denn das Glas kaputt gegangen? Hier. This maniac is toying with me. I have to board up this window. There's a hammer and some wood planks in the garage. Okay. Sehr verrücktes Spiel mit mir. Ich muss das Fenster zunageln. Es ist ein Hammer und einige Holzplanken in der Garage. Okay, wo ist der Hammer? Hier sind die Holzplanken. Okay, ist alles zusammen. All these windows and I have enough planks. I can only hope it won't break in if I keep playing this game. Okay, ich wünschte, ich könnte alle Fenster vernageln, wenn ich nur genug Planken hätte. Ich schätze, ich muss ein Spiel weiterspielen. Du verlässt den Ort, wo du durchgekrochen bist und betrittst eine Kammer. Ein kleiner Tisch ist auf deiner rechten Seite. Es sind kleine Kerzen und es sieht so aus, als ob da menschliche Knochen sind. Auf der linken Seite ist eine kleine Gruppe von Stufen, die zu einem bewachten Raum führen. Der Eingang ist weit offen. Okay, go left, go back. Suchen wir mal. Durchsuchst den Raum und siehst den Tisch an. Du entdeckst etwas Seil. Ist vielleicht nützlich. Also entschließt dich mitzunehmen. Das Seil wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Go left. Float wooden bed is located inside the
Gated Room. Okay. Ein flaches Holzbett ist in dem bewachten Raum. Chain links and iron cuffs hang from the wall. Ja. Ketten und Handfesseln hängen von der Wand. Der faule Geruch von rohem Savage is coming from a hole in the ground off to the left. So, schlecht erstmal. Nichts gefunden. Use item. Du knotest das Seil an das Holzbett mit einem Bowline-Knot. Ich weiß nicht, was das ist, so eine Art Seemannsknoten. Falls du willst, kannst du jetzt in den Abfluss runterklettern. Wie auch immer, der Geruch ist sehr nicht einladend. Climb down. Du kletterst das Seil runter, solange bis du auf dem Grund des Abflusses bist. Als du auf den Boden springst, springst du quasi in eine Schicht von Abwasser. Du okay, dir wird auf einmal schlecht und musst dich auf einmal übergeben. Du reißt dich zusammen und siehst dich um. Dir fällt ein Pfad vor dir auf. Okay, vielleicht erstmal search. Go forward. Ich muss mich immer umdrehen. Go. Du machst dir einen Weg durch das Abwasserrohr und durch den Abwasserkanal. Du erreichst eine Ecke. Der Pfad geht auf der linken Seite weiter. Ich sag trotzdem mal search. Okay, dann go left. Du betrittst einen runden Raum. Es ist eine Treppe, die nach oben führt. Du siehst, dass ein Körper in dem Abwasser schwimmt und er ist mit schwarzen Rum bedeckt oder sowas. Er schwimmt hoch und runter. Sein Gesicht ist nur teilweise sichtbar. Sieht aus, als ob er sich anstarrt mit seinen hellen gelben Augen. Du untersuchst den Körper mit Vorsicht. Du drückst ihn, um ihn umzudrehen. Und als du es tust, springt er zu Leben. Was? Springt er auf? Weckt er zum Leben? Shriek. Es sieht dich an. Mit clown-ähnlichen Fingernägeln. Du kannst den Schlägen ausweichen, aber du fühlst das Brennen des Fleisches, das er aufgeschlitzt hat. Irgendwas rum, bevor er die Treppen hinauf verschwindet. Okay, go up, go back, mach search. Nothing found. Okay, go up. Du... Okay, meine Taschenlampe funktioniert nicht. Was ist denn aufgegangen hier? Oh Gott. Ah! Du bist tot. Was hätte ich tun sollen? Müssen wir uns beeilen, das Spiel weiterzuspielen?
Okay. Go left. Use item. Okay, warte mal. Go back. Search. Go left. Use item. Climb down. Go forward. Go left. Go back, search this other. Go back. Go back, search item, use item. Search. Okay, go up. Go up. Use item. Das Feuerzeug beleuchtet deine Umgebung. Du siehst eine Wand voller Knochen. Sieht so aus, als ob du in den Katakomben. Was muss ich denn tun? Muss ich die Tür zumachen oder so? Was war denn das für ein Knatsch? Ich verstehe es nicht. Oh Gott, ey. Wo kann er denn reinkommen hier? Muss ich vielleicht die Fenster dann zumachen oder so? Search. Go left. Use item. Climb down. Go forward. Go left. Use item? Okay. Oh, der Schrank. The bastard pushed straight through the wall and dresser while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. Der ist in meinem Kleiderschrank. Finish the game. Okay. You can see the trail continues to your left. Okay, auf der linken Seite geht der Weg weiter. Nichts gefunden. Dann go left. In die Ecke findest du einen riesigen Raum. Vier Pillars enclose an enormous well. Also ein großer Brunnen sind irgendwie da. Which can be reached by a short flight of stairs. Eine kurze Treppe kann dadurch erreicht werden. Das Wasser in dem Brunnen hat eine repulsive Odor. The roof has a hole through which moonlight shines. Das Dach hat ein Loch, wodurch Mondlicht scheint. Ein schmaler Pfad ist auf der linken Seite. Okay, go. Schädel und Knochen sind sorgfältig quasi ein Muster angeordnet und es führt durch eine kleine Passage. An dem Ende ist eine Flamme, die flackert wie ein Leuchtfeuer. Okay. Ganz schön lang für eine Demo. Eine Sackgasse ist erreicht. Ein paar von Skeletten sitzen in einem schwarzen Roben und werden von zwei irgendwas angeleuchtet. From the earth a glowing star. Huh! Das war jetzt schon wieder im Spiel oder was? Ey, hä? Verstehe das nicht.
Schade, es fing so stark an. Es ist irgendwie doof, dass man nicht weiß, was man tun soll. Also wenn wir was hören, auf jeden Fall. Wall and dresser while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. Go left. Go left. Go. God, I think I'm losing my mind. Ich verliere meinen Verstand. Okay, ich muss immer auf Geräusche achten. Ich hätte jetzt gern einen Safe Point hier. Search, use item. Go back können wir einfach nur sagen, ne? Go left, go back. Search. Ah. Du suchst den Guardrail. So get closer to the well, you examine the water, you notice a spherical object. Also, du siehst ein Objekt, das glüht, gelb und rot. Es bettelt dich gerade nahezu an, es aus diesem schleimigen Wasser zu holen. Grab item. Just as you do, the roped creature emerges from the depths. Also gerade als du das Ding nehmen willst, ist die Figur in der Robe, kommt quasi aus den Tiefen. To raise his arms with the orb in the hand. Er hebt seine Arme mit diesem Gegenstand in der Hand. Almost as waking or offering. So als ob es dir anbietet. Indem du auf diesen Orb schaust, auf diese Kugel, kannst du dich nicht davon abhalten, es zu ergreifen. Die Figur sinkt langsam zurück in den Abgrund. Okay. Go. Go forward. Use item. Du platzierst diese seltsame Kugel in die goldene Hand. Als du es getan hast, ich denke immer, er ist wieder hier. Das ist so doof, weil du weißt halt nicht, ist es jetzt im Spiel oder ist es hier irgendwo? Musst du gucken. Ein Rumpeln beginnt und wird intensiver. Eine große, runde Stein-Slab-Luke beginnt sich zu erheben. Für einen kurzen Moment Füllt sich der Raum mit, oder die Luft mit Staub. Und es macht schwierig zu sehen, was da vor sich geht. Als sich alles gelegt hat, siehst du, dass ein Weg vor dir sich erhoben hat. Okay, go forward.
Gewitter wird doch schlimmer, oder? Alter, es ist... Nachdem der Weg hochgegangen ist, sind ornamentierte Wege mit Schädeln und Knochen. Eine einsame Statue ist weiter hinten zu sehen, gefolgt von mehr morbiden Kreaturen. So, du machst Search. Nichts, go forward. I don't know how much more of this I can take. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten soll. Okay. Du erreichst, bevor eine goldene Statue einer Person mit Roben ist und ein ovales Basin hält. Was auch immer. Die Kammer ist beleuchtet von einer massiven, mit Kerzen bestückten, was weiß ich, und Knochen. Der Pfad geht rechts weiter. Okay, search. Du untersuchst die Statue. Hat etwas eingegraviert. Es steht drauf, Blut ist der Bund, die Klinge ist der Schlüssel. Eine Opfergabe muss gemacht werden. Go right, go back, search. Okay, go right. Eine spiralförmige Treppe findest du vor, als du dich um die Ecke drehst. Die Stufen werden von oben mit Licht beleuchtet. Rechts und links sind Gravuren in die Wände gemacht. Schädel und Knochen bedecken die Wand hinter der Treppe. Go up, go back, search. Nichts gefunden. Go up. Du gehst die Treppe hoch und erreichst Mann ey. Reißt die Umgebung. Du siehst einen großen Weg auf deiner rechten Seite. Auf der linken Seite eine große Candle. Irgendwas aus Knochen gemacht. Ein Balcony. Ein Balkon. Go right, go back. Search. Okay, go right kann man sein. Du gehst den Weg weiter lang und siehst, dass es blockiert ist mit einem Eisentor. Ein holzener, also das Gegengewicht, ist an der Wand nicht neben dem Tor festgemacht. Go back, search, use item. Okay, du beginnst diesen Hebel zu benutzen. Ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen, deswegen gucke ich mich mal besser hier um, weißt du? Du beginnst den Hebel zu benutzen, die Tür öffnet sich. Du gehst weiter, bis der Weg, du machst weiter, bis der Weg offen ist. Go forward, go back. Das ist aber echt genug hier. Ende des Weges findest du mehrere Doppeltüren. Licht scheint durch die Spalten der Tür. Du drückst gegen sie und siehst, dass sie nicht abgeschlossen sind. Du drückst die Tür auf und findest dich selbst in einer gewohnten Umgebung. Ein großes Feuer beleuchtet den Raum und du kannst sehen, dass du zurück in dem Raum mit der Schädelschatulle bist. Wie auch immer, du bist auf der anderen Seite. Jetzt innerhalb von dem Eisenkäfig. Okay, use item. Okay. Go forward. Go search.
denke, wir müssen jetzt diesen Knochenschlüssel benutzen. Das Tor mit dem Eisenkäfig ist jetzt geöffnet und du stehst schon wieder vor der Schädeltruhe. Die Tür auf der rechten Seite ist immer noch abgeschlossen und bewegt sich nicht. Es sieht so aus, als ob du in einer Sackgasse gelandet bist. Okay, use item. Du benutzt den seltsamen Schlüssel in dem Mund des Schädels. Die Kiste ist nun geöffnet mit einem mechanischen Klick. Du findest eine Klinge darin. Du kannst sehen, dass sie mit seltsamen Schriften verziert ist und Symbole schimmern in dem Licht. Du fühlst dich, als ob du in Trance fällst, als du es untersuchst. Aber es ist absolut wunderbar. Das seltsame Dolch wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Okay. Go back vielleicht. Go back. Go. Klack gesagt. Irgendwas hat hier Klack gesagt. Kein Bock, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe und weiterspiele. Und der Typ wieder von hinten kommt, weißt du? You cut a gash in the palm of your left hand. Also, du schneidest, du machst einen Schnitt in deine linke Hand mit der Klinge und drückst auf die offene Wunde und hältst deine Hand über den Becher. Es fängt jetzt sein Blut auf. Sieht so aus, ob sein. Und das Geräusch von. Achso, von Zahnrädern kann gehört werden. Aber es ist nicht klar, wo es herkommt. Search. Vorsichtig bei Geräuschen hier. Du suchst die Gegend und versuchst die Quelle des Geräusches herauszufinden. Du siehst, dass ein kleiner Pfad erschienen ist hinter einem Grabstein, der da stand. Du machst deinen Weg dadurch und du findest eine Treppe in der Entfernung. Wenn du in der Nähe der Stufen kommst, fällt dir auf, dass die aus feinem Marmor gefertigt sind. Du hörst, dass die Zahnräder sich ein weiteres Mal drehen. Der Grabstein geht zurück in seine ursprüngliche Position und blockiert den Weg zurück. Okay, go up. Du kletterst die Stufen hinauf. Du betrittst einen dunklen Raum. Dutzende von Kerzen sind überall auf dem Boden verteilt. Ihr Licht reflektiert auf dem Marmorboden und dem polierten Granitstein. Ein Kind fällt dir plötzlich in den Blick und der Ort ist ungewöhnlich ruhig. Go forward. So weiter in den Raum gehst, findest du dich selbst in seiner Mitte. Du kannst einen Tisch sehen und einige dunkle Umgebungen, Umrandungen in der Entfernung. Versuchst, das Feuerzeug zu benutzen, das du gefunden hast, aber das Benzin ist alle. Dein Herz beginnt zu rasen und du fängst an, dich unwohl zu fühlen.
Ja, ich fühle mich auch unwohl, du. Ein bisschen mal Tür zu machen hier. Schön lang für eine Demo, oder? Du gehst zu dem Tisch, ein paar Kerzen und ein großes Buch mit einem Quill sind obendrauf platziert. Eine Figur in einem schwarzen Anzug und einem Zylinder steht hinter dem Tisch. Seine Hände erscheinen und sind in Handschuhe gepackt, die so aussehen, als ob sie Messer dran haben an jedem Finger. Ja, wieso wie der Typ, ne? Dein Kopf lehnt sich seitlich zum Tisch und sein Gesicht ist ohne Ausdruck, Gesichtsausdruck. Skelette, die in Roben gekleidet sind, nehmen verschiedene Positionen um die Figur ein. Du untersuchst das Buch. Untersucht das Buch. Es ist mit komischen Symbolen bedeckt. Und es ist in Leder gebunden. A stunning teal feathers is used to make the quill. Keine Ahnung. Das Buch wird weitergeschrieben. Es fehlt in Symbol. Ja, es ist eine komplexe Eingravierung darauf. Die Figur in dem Stuhl bleibt bewegungslos. Open. Da ist er wieder. Meine Beine sind taub. Ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Das Gewitter ist weg. Was? Die Leder, ein Lederriemen hält das Buch fest, dass es nicht losgelassen werden kann. Das Buch geht nun auf und du hörst das Knacken von Knochen, als die Kopffigur sich langsam erhebt. Du erstarrst in dem Horror und es starrt dir in dein Gesicht, oder du starrst in ein Gesicht mit deinem Gesicht. Er fängt an zu reden in einer finsteren Stimme. Du bist endlich angekommen. Continue. Weitermachen. Es geht weiter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Der Schlüssel wurde genommen. Das Opfer wurde gegeben. Das Blut angeboten. Das Spiel ist schon beendet. Fast beendet. Die Figur zeigt auf das Buch, während er anfängt zu reden. Es gibt nur noch eine Sache, die übrig ist. Wenn du deinen Namen in das Buch schreibst, ist das Spiel vorbei. Du brauchst nur eine schnelle Unterschrift, um frei zu sein. Stacy Leiden, bitte unterschreibe und das Spiel ist dann vorbei. Examiner. Du untersuchst den Inhalt der Seiten. Auf der linken Seite ist ein Symbol von einem Halbmond oder so, neben einem Dolch. Andere Symbole und Text in anderer Sprache, die du nicht verstehst, sind auch noch da. Da ist eine lange Liste von Namen auf der rechten Seite. Jeder Name ist mit einer eigenständigen Handschrift geschrieben. Signbook. Okay, wir können das Buch nur unterschreiben. Du nimmst den Federkeil und schreibst den Namen. Continue. Das ist unser Haus, oder? What the hell?
That looks like my house. Ja, sag ich doch. Wir können nur Continue sagen. Und sie fliegt hoch. Das Fenster. Hab ich's falsch geschrieben? That sounded like it came from the attic. I think that freak's inside. Klang so, als ob es vom Dachboden kam. Ich glaube, der Freak ist schon drin. Dachboden. Wie komme ich denn auf den Dachboden? Untersuche den Dachboden. Wie komme ich denn auf den Dachboden? Ah, wahrscheinlich ist sie irgendwo. Vielleicht übers Badezimmer? Investigate the attic. Muss ich vielleicht rausgehen? Ich gehe nicht raus, wenn dieser Typ draußen ist. Wie komme ich denn auf den Dachboden? Es muss ja oben sein. Ach, da. Ah. Oh, noch mehr Bilder von mir. Aha. Oh, ein Bild! Was zum Teufel? Es bewegt sich nicht mehr. Ich komme nicht mehr raus. Was machen? Wehe, jetzt ist Ende. Ende der Demo. Vielen Dank, dass du gespielt hast. Bitte pack mich auf die Wunschliste auf Steam. Alles klar. Jo, das war ja mal eine Demo, ne? Aber ganz ehrlich, fand ich richtig klasse. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen einfach war von der Art, vom Aufbau und von der Grafik. Aber die Atmosphäre war definitiv da. Aber man wollte auch wissen, wie es weitergeht. Und man hatte dieses Text-Adventure. Naja, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Übersetzungen. Weil es halt mit der Schrift schwierig und dann viele Worte drin, die ich nicht wusste, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden und war nicht so schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.